Ja, also das letzte Mal hatten wir gesprochen über die verschiedenen Grundarten von Wertpapieren. Wir hatten gesprochen über den Wechsel, also die Bill of Exchange. Wir hatten dann gesprochen über die Promissory Note, also das Zahlungsversprechen. Und dann zum Schluss auch über den Bond, also die Versicherungspolice oder das Kollateral. Und was dabei noch einmal betont werden muss, ist, dass nur ein lebendiger Mann, ein lebendiges Weib wirklich einen Bond unterzeichnen können. Denn das sind die einzigen, die überhaupt einem Wertpapier Energie geben können. Und warum ist das so? Wir hatten mal darüber gesprochen, über die unbegrenzte Kapazität des lebendigen Menschen, Verträge einzugehen, also sozusagen unbegrenzten Wert zu schaffen. Und da muss man jetzt mal noch von einer anderen Seite hingucken, vielleicht einer tiefer gehenden Seite, einer fast mehr esoterischen Seite, warum das so ist. Nun, auf der Erde sind alle Menschen oder alle Dinge wirklich dem Phänomen der Zeit unterworfen. Und Zeit ist eine seltsame Angelegenheit, wenn man da mal genau drüber nachdenkt. Man kann sagen, dass der gesamte Kommerz von der Zeit abhängig ist. Und warum ist das so? Nun, weil die lebendigen Menschen im Strome der Zeit leben. Das heißt, jedes Mal, wenn sie etwas tun, dann tun sie etwas im Jetzt, das heißt in der Gegenwart. Und sobald dieser Zeitpunkt vorbei ist, gehört er der Vergangenheit an und man ist schon wieder in der neuen Gegenwart sozusagen ständig von Sekunde zu Sekunde, von Mikrosekunde zu Mikrosekunde, von Millisekunde zu Millisekunde. Ständig ist man immer im Jetzt und dennoch operiert man im Strome der Zeit. Das heißt, das, was jetzt war, das ist schon vorbei, oder das, was jetzt ist schon vorbei in dem Moment, wo ich drüber nachdenke. Und so können wir den Begriff Zeit expandieren oder verringern, wie wir das wollen. Wir sagen, jetzt bin ich gerade mit der Ernte befasst, zum Beispiel, oder jetzt ernte ich gerade Zwiebeln, ja. Dann ist das ein Zeitraum, ein Zeitrahmen, den wir uns da stecken, und die Zwiebelernte dauert vielleicht mehrere Stunden. Und das ist das Jetzt, in dem sind wir jetzt. Das heißt, während dieser Zwiebelernte, das ist das Jetzt. Aber die Zwiebelernte kann mehrere Stunden dauern oder vielleicht mehrere Tage oder aber auch nur eine halbe Stunde oder ein paar Minuten, je nachdem. Ja, aber das definieren wir also als die Gegenwart. Jetzt ernte ich Zwiebel, das ist die Gegenwart. Und da sind wir also unabhängig von der Zeit als eine Maßeinheit. Das heißt, wir messen die Zeit dann nicht in Form von Minuten oder Sekunden oder Mikrosekunden, sondern wir messen die Zeit sozusagen dort in der oder durch die Aktivität, die wir gerade tun. Jetzt gebe ich gerade einen Kursabend. Ja, das spielt jetzt keine Rolle, ob der 60 Minuten dauert oder 120 Minuten oder 180 Minuten. Das ist alles nicht relevant. Das Einzige, was jetzt zählt, jetzt gebe ich einen Kursabend. Und diese Gegenwart, die erstreckt sich jetzt so lange, wie dieser Kursabend eben dauert und bis er vorbei ist. Das heißt, wir als Menschen, wir sind so daran gewöhnt, Zeit in Minuten und Sekunden und Daten und Datums und Tagen zu messen. Aber was wirklich entscheidend ist, ist, dass was wir eigentlich tun, im Zuge einer bestimmten Tätigkeit, im Zuge einer bestimmten Aufgabe. Und das nennen wir die Gegenwart. Das ist das in der Gegenwart Leben. Das heißt, man macht sich nicht Gedanken um das, was morgen kommt, und man ist nicht zu aufgebracht darüber, über das, was gestern war, sondern jetzt gebe ich Seminarstunde oder jetzt ernte ich die Zwiebeln. Ja, das heißt, wir haben da eine neue Maßeinheit, und diese Maßeinheit ist unwahrscheinlich variabel, ganz einfach deswegen, weil sie nicht von Minuten abhängig ist, sondern von unserer Erfahrung des im Jetzt-Leben einer im Zuge einer momentanen Tätigkeit. Und das ist etwas, darüber muss man sich Gedanken machen, ganz unbedingt, damit man in der Lage ist zu verstehen, wie überhaupt Wert heute
geschaffen wird und wie das Geld eigentlich wirklich seinen Wert bekommt. Und da ist es jetzt wirklich ganz wurscht, was für eine Art von Geld das ist, ob das der Euro ist oder ob das der Dollar ist oder ob das das Pfund ist, das alles spielt überhaupt keine Rolle. Denn das, was diesen Geld Wert gibt, das ist eben unsere Zeit. Das heißt, unsere Zeit hat einen unbegrenzten Wert und den müssen wir ständig Rabatt geben in dem Moment, wo wir unsere Zeit eintauschen wollen für Geld. Das ist ja das, was wir tun, wenn wir am alltäglichen Kommerzleben teilnehmen, einfach nur, wenn wir einkaufen gehen. Das heißt, wir tauschen hier den Wert oder den unbegrenzten Wert unserer Zeit, und er ist deswegen unbegrenzt, weil wir in jedem Zeitrahmen etwas von unbegrenztem Wert schaffen können, weil wir eigentlich wirklich unbegrenzt Zeit haben, bis natürlich auf irgendwann sterben wir. Aber der eine kann die unglaublichste Erfindung in 5 Minuten machen, der andere braucht dazu 4 Jahre. Und trotzdem hat das Gleiche denselben Wert letztendlich, wenn man es dann in Geld konvertiert. Das heißt, die Zeit, die durch uns flexiblen Wert erhält, sie wird in dem Moment zu einem Rabatt verkauft, in dem Moment, wo wir für die Zeit Geld haben wollen. Und das heißt, hier wird unsere Energie, nämlich die Tätigkeit dessen, was wir tun, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, ja, wird konvertiert in verwertbare Zeit für den Bankier, und der Bankier gibt einem dann Geldscheine. Und jetzt kommt das Allerinteressanteste. Wenn man zum Beispiel ein Darlehen aufnimmt oder überhaupt, wenn der Staat auch die Energie des neugeborenen Knaben oder Mädels sozusagen verbrieft in Form einer Person und eine Person schafft. Das heißt, hier wird etwas ganz Außerordentliches getan, nämlich hier wird die Zukunft, die zukünftige Energie des Menschen beliehen. Und die hat unbegrenzten Wert und der Bankier weiß das. Diejenigen, die hinter dem Geldsystem sind und die das stecken, die wissen, dass die Zeit der Menschen unbegrenzten Wert hat. Jetzt haben sie natürlich nicht nur die Zeit eines einzelnen Menschen, sondern sie haben noch einmal die Zeit von vielen Millionen von Menschen, die alle Kredit haben wollen in der einen oder anderen Form. Entweder macht das der Staat für die Person und die Personen machen das selber auch noch, ja. Das heißt, es ist eine Unmenge an Wert, multipliziert, das heißt, da ist ein unendlicher Wert mit der Zahl unendlich multipliziert und der Bankier gibt jetzt eine begrenzte Geldsumme für diese Zeit heraus. Er limitiert das eigentlich und das nennt man von der Seite der Bankiers her das Blockieren der eigenen kommerziellen Energie, das Blockieren der eigenen Wertschöpfung. Blocking of the grant nennt man das. Der Grant ist sozusagen die Zuwendung oder die Energie, die man gibt, ja? Und die wird durch die Bankiers blockiert. Das heißt, der Bankier, der gibt jetzt, sagen wir mal, ein Darlehen von 100 Euro und will für diese 100 Euro wir sozusagen unsere Zeit aufwenden. In der Zukunft. Das heißt, dass wir das in der Zukunft verdienen, zurückverdienen und dann dem Bankier zahlen, wiederum in Form seines eigenen Geldes, nämlich zum Beispiel in Form von Giralgeld. Jetzt, der Bankier hat aber noch etwas und das ist natürlich das Zahlungsversprechen, zum Beispiel der Kreditvertrag, der unterzeichnet wurde. Also der Kreditantrag schafft auf der privaten Seite natürlich die Mittel, weil wir der Bank den Kredit antragen. Warum? Weil der Bankier davon ausgeht, dass wir auch den Kreditvertrag unterzeichnen. Und das tun wir in der Regel auch. Das heißt, der Kreditvertrag ist wie ein Zahlungsversprechen. Man könnte sagen, dass das eine Promissory Note ist. Das ist ein Credit Agreement und international in den Gerichten, in den kommerziellen Gerichten, wird ein Kreditvertrag, der sozusagen eine Art von regelmäßiger oder aber auch einmaliger
Zahlung beinhaltet, auch als eine Promissory Note gehandelt, weil es ein Zahlungsversprechen ist. Es kommt also einem Zahlungsversprechen gleich. Und deswegen muss auch ein Kreditvertrag nicht von beiden Seiten unterzeichnet werden, sondern nur von der versprechenden Partei. Ja, der Empfänger braucht es nicht zu unterzeichnen. Der kann das einfach einlegen und auf der Rückseite indossieren mit without recourse, also ohne Rückgriff. Und dann hat er selber nicht die Haftung, aber er hat hier den Wert in dem Moment, wo er das weiterverkauft an einer seiner Unterdivisionen und die das so annehmen. Ja, das heißt, es ist wie ein Zahlungsversprechen. Und dieses Zahlungsversprechen wirklich hat eigentlich unbegrenzten Wert. Warum? Weil der Bankier weiß, dass obwohl nur 100 Euro hier zurückgezahlt werden müssen, plus Zinsen, er trotzdem eine erhebliche Menge an Zeit des Kreditnehmers hier beanspruchen muss. Nämlich die Zeit des Kreditnehmers, dieses Geld zurückzuverdienen. Ja, das heißt sozusagen mit am Kommerz-Hamsterrad teilzunehmen. Und somit können Sie sofort sehen, dass über das kommerzielle Wesen, über das Geldwesen, eine außerordentliche Kontrolle ausgeübt wird über das individuelle Leben der einzelnen lebendigen Männer, Weiber bzw. Frauen und natürlich auch damit verbunden deren Nachwuchs. Ja, weil jeder diesem Geld hinterher rennt und dieses Geld Wert hat. Und natürlich ganz besonders eben im Kreditwesen. Und jetzt denke ich, dass wir alle so weit sind inzwischen, dass wir einsehen, dass Kredite haben keine gute Sache ist bei einem Bankier, wenn man nicht auch weiß, was der Bankier einem schuldet. Nun, der Bankier legt ja das Zahlungsversprechen ein. Ja, der kann ja, das nennt man die Securitization der of the Debt Obligation. Und das ist natürlich der Kreditvertrag, nicht der Kreditantrag. Das lassen wir jetzt mal weg. Der spielt jetzt keine Rolle, sondern der Kreditvertrag selber ist wie eine Promissory Note. Und wenn man also seine Schulden zurückzahlt an den Bankier, zum Beispiel in Form von Giralgeld, jetzt lassen wir auch mal hier die Akzepte außen vor, dann muss er einem ja auch diese Promissory Note zurückgeben, diesen Kreditvertrag. Und die Frage ist, tut er das? Und die Antwort ist natürlich nein. Und das ist eine besondere Technik da, die ist jetzt relativ neu, die wird im Moment sehr erfolgreich angewendet in Kanada und auch schon in Großbritannien, über die sprechen wir in der Zukunft. Aber es zeigt, dass hier der Bankier einem das Papier schuldet. Und erst wenn dieses Papier zurückgegeben ist, ist wirklich die Schuld erloschen. So, das heißt, es ist immer der lebendige Mann, das lebendige Weib, beziehungsweise Frau, die überhaupt Wert schaffen, weil sie die einzigen sind, die Kontrolle haben über ihre Zeit. Eine Bank verfügt nicht über Zeit. Eine Bank verfügt oder deren Angestellten verfügt nicht über Zeit, sondern die verfügen über die Zeit anderer. Und das ist das Entscheidende. Die verfügen über die Zeit anderer. Nämlich all der Kreditnehmer, die sozusagen dem Geld, was die herausgeben, einen unbegrenzten Wert geben. Und es ist dieser unbegrenzte Wert, der eine Rolle spielt, in Form eben der Unterschrift. Und so ist es also jetzt mit Bonds nichts anderes. Das heißt, wenn wir einen Bond unterzeichnen, also eine Versicherungspolice, wo wir sagen, wir haften, wir versichern den anderen gegen Schaden, dann ist es natürlich das gleiche wie eine Promissory Note. Eigentlich ist es noch etwas besser. So, und jetzt wollen wir den Bond und die Promissory Note mal in den korrekten Zusammenhang stellen. Und zwar in Bezug auf das Alte und das Neue Testament. Wir wissen im Alten Testament, wenn jemand sich etwas geliehen hatte und konnte es nicht zurückzahlen, dann wurde er exekutiert. Das heißt, er wurde hingerichtet.
Ja, das heißt, es wurde dessen Blut vergossen, weil nur das Vergießen des Blutes des Schuldners die Schuld letztendlich getilgt hat. Warum? Weil alles, was man einem anderen nimmt, ganz gleich wie viel das jetzt in Form von Maßeinheiten ist, wie viel oder wie wenig, es ist immer eine Art von Energie. Es ist etwas von Zeit. Und ob jetzt Zeit eine Sekunde ist oder eine Minute oder eine Stunde oder eine ganze Woche, der Wert hängt nicht davon ab, sondern sobald man dem anderen etwas nimmt, was auch nur in der geringsten Form in dessen Zeit eingreift, so hat man ihm etwas von unendlichem Wert eigentlich genommen. Ja, natürlich hat er noch mehr davon zur Verfügung, also vielleicht ist unendlich hier, da stoßen wir an ein Paradox. Aber er hat ihm etwas ganz Erhebliches genommen. Und das kann auch unter Umständen erhebliche Auswirkungen haben. Also aus diesem Grund wurde dem anderen das Leben genommen, deswegen. Der Schuldner musste sein Blut vergießen, damit die Schuld beglichen werden konnte oder damit die Schuld ausgeglichen war. Und das heißt hier, in Bezug des Alten Testamentes, kann man also sagen, dass hier der Bond, der war sozusagen das Instrument, was sofort gehaftet hat. Das heißt, beim Bond hintendran hängt ja letztendlich der lebendige Mann, das lebendige Weib. Denn die haben das unterzeichnet. Der Bond ist das erste Papier, was immer herausgegeben wird, damit man überhaupt tätig sein kann im Kommerz. Ja, oder das Versprechen, etwas zu tun. Mein Wort ist mein Bond. Das heißt, der Bond beinhaltet ja auch ein Versprechen, in einem bestimmten Falle haftbar zu sein. Das ist also jetzt keine Promissory Note, denn die Promissory Note ist ja ein unbedingtes Zahlungsversprechen. Während der Bond ist ein bedingtes Zahlungsversprechen, könnte man sagen, wobei auch noch mehrere andere Parteien unter diesem Bond begünstigt sein könnten. Das ist bei der Promissory Note so nicht der Fall. Da wird immer eine Einheit begünstigt, ob das jetzt eine Person ist oder eine Institution. Es ist eine Einheit, an die ausgestellt wird. Also eine Promissory Note kann nicht an mehrere Parteien gleichzeitig ausgestellt werden. Ja, ein Bond hingegen kann mehrere Parteien gleichzeitig versichern und es ist sozusagen ein bedingtes Zahlungsversprechen oder eine bedingte Haftungsübernahme in einem bestimmten Falle zu einem bestimmten Wert. Ja, so. Und jetzt, wenn in der Vergangenheit also der Schuldner dann, der ja mit seinem Bond haftete, mit seinem Wort haftete, dann die Rechnung bekam, die Bill, also sagt man dazu, eigentlich ist das den Wechsel vorgelegt bekam, um diesen zu zahlen, und er konnte das nicht, dann wurde also sein Bond exekutiert und das bedeutet das Leben des Schuldners. Das heißt, die Bill war direkt angebunden an den Bond. Das heißt, die Bill war direkt versichert durch den Bond. Die Rechnung war versichert durch den Bond. Die Forderung war versichert durch den Bond. Und wurde die Forderung nicht erfüllt, dann wurde der Bond exekutiert und das bedeutete das Leben des Menschen, des Mannes, des Weibes. Eigentlich des Mannes, denn Weiber und Frauen, die waren zu dem Zeitpunkt nicht tätig im Kommerz. Die galten als das Eigentum des Mannes, die waren also nicht im Kommerz selber tätig. Und jetzt ist dann etwas passiert, was eben die Menschheit erlöst hat. Und das war das Ereignis der Geburt Christi und vor allen Dingen dessen Tode. Ja, das war das Entscheidende, denn mit seinem Tod, wie man das ja unschwer erkennen kann, hat er sozusagen die Schulden, die Sünden aller vergeben. Und wenn er die Sünden aller vergibt und das auch tun kann für die Zukunft, naja, dann kann man hier sagen, ist hier also das Prinzip der Vorbezahlung, der Vorvergebung, könnte man sagen, des Vorkredites, wenn man so will, der Sünden, der Schulden, ist alles ein Wort wirklich, schon mit inbegriffen. Und das ist da zu dem Zeitpunkt etwas Interessantes passiert, bevor Christus überhaupt geboren wurde, und das war, dass Johannes der Täufer exekutiert wurde.
Entschuldigung, bevor Christus ans Kreuz geschlagen wurde, wurde Johannes der Täufer exekutiert. Und Johannes der Täufer, der war der Wegbereiter Christi. Das hat er auch selber gesagt. Und was er seine Aufgabe war, sein Blut letztmalig zu vergießen, er wurde ja enthauptet, um alle vorherigen Schulden und Sünden und karmischen Ungleichgewichte, die in der Menschheit überhaupt existierten, auszugleichen. Und das hat er getan, nachdem er Christi getauft hatte. Das heißt, er hat Christus den Weg bereitet für die Vorbezahlung, aber damit das passieren konnte, damit er das ermöglichen konnte, musste er selber sein Blut geben, als Opfer sozusagen für alle vorherigen Sünden und Schulden. Ja, und es gibt einen absoluten Wert aller Schulden und aller Sünden, den kann man vielleicht nicht in einer Zahl ausdrücken, aber was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass wenn jemand da ist und sagt, ich opfere meine Seele, mein Ich, meine Substanz zum Ausgleich für alle karmischen, materiellen, spirituellen, seelischen Ungleichgewichte, ja, dann ist das sozusagen die selbstloseste Tat, die man tun kann. So, und nachdem das passiert war, erst nachdem das vollzogen war, nachdem Johannes exekutiert wurde, erst da konnte Christus wirklich überhaupt richtig ans Werk gehen mit dem, was er tat. Und er hat das gepredigt. Er war sehr ausgesprochen eigentlich im Hinblick auf, was das bedeutet, Schulden einzugehen, ein Sklave zu sein. Ja, oder als er in den Tempel ging und die Geldwechsler, die Kaufleute, die Kaufmänner dort, die Law Merchant dort rausgeschmissen hat, indem er ihre Tische und Stühle über den Haufen geworfen hatte. Das war ein Akt der Gewalt, den er dort angewendet hatte. Mit dem Begriff oder mit dem Ausspruch, ihr habt im Hause meines Vaters nichts zu suchen. Und somit hat er etwas getan, was von entscheidender Bedeutung war. Er hat nämlich, und das muss man ja dann auch konsequenterweise so annehmen, er hat also das Geldwesen, das kaufmännische Wesen verbannt aus dem Reich des geistig-spirituellen Seelischen. Er hat es da heraus verbannt und hat es von nun an wirklich sozusagen aufgegeben. Er hat dieses Wesen, das kaufmännische Wesen, herrenlos gemacht. Das heißt, dieses kaufmännische Wesen findet nicht statt oder ist nicht beschützt und ist nicht übersehen wirklich von den spirituellen Prinzipien, nämlich von unserem Vater in den Himmeln, von Christus Vater, von Christus selber. Das heißt, er hat da einen Schnitt gemacht und einen Bruch und hat gesagt, das ist außerhalb von mir. Und warum hat er das machen müssen? Nun, damit man überhaupt in der Lage ist, etwas von Wert, was aus substanziellem, geistigen, spirituellen kommt, diesem Kaufmännischen entgegenzusetzen. Das heißt, man musste es sozusagen aus sich heraussetzen. Es musste weg aus dem Spirituellen, damit man überhaupt eine Heilung hat, eine spirituelle Heilung. Denn wäre das kaufmännische Wesen inbegriffen, dann wäre es ja Teil des ganzen Schuldensystems gewesen. Und, naja, jeder hätte sofort gewusst, hör mal, vergib mir das doch einfach. Wir sind alles Christen. Und jeder hätte das dem anderen vergeben. Das heißt, mit anderen Worten, dass auf der Welt nicht dieser Druck über das kaufmännische Wesen auf die Menschen hätte ausgeübt werden können, was dazu geführt hätte, früher oder später, dass die Menschen wie in einem Schlafwandel sozusagen zwar alle christlich gewesen wären, aber nicht bewusst diesen Schritt gegangen wären, aus freiem Willen, mit einer gewissen Anstrengung. Das ist also mal so der esoterische Hintergrund dahinter. Und der ist recht konkret. Das ist also nicht einfach jetzt so Larifari, New Age, ich weiß nicht was, Spiritualität, sondern das ist sehr konkret und das ist auch sehr konkret festgehalten vom Vatikan und anderen Organisationen und spirituellen Führern, die in dieser Welt tätig sind.
Und die haben also unabhängig davon Zeugnis abgelegt, dass das die Aufgabe Christi war und dass Christi aus der Substanz des Vaters, also unseres Schöpfers, auch wirklich hervorging, so wie wir das auch eigentlich tun. Nur war Christus reiner. Oder er war rein. Und das, aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, er war nicht nur ein Mann, er war natürlich auch ein Mann, das ist klar, aber er war nicht nur ein Mann, sondern er war ein Mann mit einer speziellen seelisch-geistigen Konfiguration, könnte man sagen, die es ihm ermöglicht hatte, bestimmte Dinge in die Welt zu bringen und auch wirklich richtige Wunder zu vollbringen und sozusagen ja so einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Natürlich ist vieles davon später vermaterialisiert worden und man versteht nicht, was wirklich gesagt wird, aber ich denke, letztendlich versteht man die Essenz. Gut, was ist jetzt damit passiert? Nun, was hat Christus gesagt? Er hat, als er ans Kreuz geschlagen wurde, ja den beiden Verbrechern, mit denen er da hing, versprochen, noch bevor der Abend zu Ende sein wird, oder das hat er zu dem Dieb gesagt, wirst du mit mir im Reich der Himmel sein. Das heißt, das ist ein Versprechen. Das heißt, die Schuld war vergeben. Warum? Weil er das bereut hat. Das heißt, er hat das bereut. Das heißt, er hat um die Vergebung gerungen. Und Christus hat die ihm gegeben. Und das Einzige, was man tun muss, um in diese Vergebung zu kommen, ist zu akzeptieren, dass man geschuldet hat, dass man gesündigt hat. Alles dasselbe. Denken Sie immer dran, es geht hier um Energie. Ob ich jemanden anderen seelisch verletze, dann nehme ich ihm seelische Energie. Ob ich ihn physisch verletze und ihm sein Eigentum nehme oder ihm nicht das zurückgebe, was er mir geliehen hat. Ja, das ist alles ein Ungleichgewicht. Und Ungleichgewicht ist Sünde, ist Schuld. Das ist das, worum es geht. Das ist eine Sünde. Das heißt, ich nehme jemandem etwas ohne Grund. Ja, oder indem ich mein Wort breche. So. Das heißt, das Einzige, was man tun muss, ist, dass man das annimmt, dass man das akzeptiert, dass man gesündigt hat, geschuldet hat. Oder schuldet. Ja, und deswegen wird ja immer gesagt, von der katholischen Kirche, alle werden als Sünder geboren. Und da schaut man so ein kleines Kind an oder ein Baby, und man sieht dessen Reinheit, man sieht dessen Unbeholfenheit, dessen Unschuldigkeit und so weiter. Ja, da kann man keinen Hauch von Sünde sehen. Aber später dann entwickeln sich natürlich diese Kinder auch unabhängig von ihren Eltern ja immer in einer bestimmten Richtung. Ja, zum Beispiel bei Zwillingen ist das sehr interessant, wo ein Zwilling weg von den Eltern erzogen wurde und der andere aber mit den Eltern. Und der andere ganz anders aufgezogen wurde, die haben innerlich, die haben einen gleichen und ähnlichen Lebensweg. Und obwohl der eine reicher sein mag als der andere, trotzdem sind sie in ihrem Gebaren, in ihrer Energie unwahrscheinlich ähnlich. Ja, das zeigt, da ist etwas vorhanden, was eben das materielle, elterliche, das soziale Umfeld sozusagen, nicht ganz ohne Einfluss lässt, aber doch maßgeblich, in maßgeblicher Weise, völlig unberührt davon bleibt. So, und das heißt, da treten dann natürlich die Vorbelastungen auf, die man hatte. Und natürlich wird ja auch erzählt in der Kirche, es gibt nur ein Leben, jeder Mensch hat nur ein Leben und entweder macht er das richtig oder macht es nicht richtig. Ja, und dann ist er entweder für Ewigkeiten in die Hölle verdammt oder aber nicht. Hört sich das an wie ein liebender Gott, der seine Geschöpfe so erschaffen hat, dass er ihnen Gelegenheit gibt, dass er, wie Eltern das auch tun, ja? Komm ich zu meinem Kind daher und es macht einen Fehler, ja, und ich verdamme es für immer jetzt in die Hölle oder sage, du bist nicht mehr mein Sohn? Nein, natürlich nicht. Da kommt man doch daher mit Mitgefühl, mit Verständnis, mit Liebe einfach. Und
Das heißt, wenn man das anguckt im Zusammenhang mit der Natur, welches ein unendliches Bild der Schönheit und der Erhabenheit ist, und darin den Menschen sieht, wie der mit dieser Natur umgehen kann und arbeiten kann und selber zu einer Art von Schöpfer und Gestalter werden kann, der Erde, der Natur, mit seinen unglaublichen Vielseitigkeit, mit seinem Wunderwerkzeug der zwei Händen und dem Kopf und den Füßen, ja, dann macht das überhaupt keinen Sinn, dass wenn er einen Fehler macht und mal daneben greift, dass er dann in die Hölle kommt. Das macht keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn für mich, das ist völlig, das ist keine logische Konsequenz, die in irgendeiner Art und Weise nachvollziehbar wäre, wenn man alles in allem mal holotropisch betrachtet. Das heißt, hier sehen wir, dass diese Art von Gedankengut, der Mensch hat nur ein Leben, eine Art von Kontrollmechanismus ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich für die Gläubigen, ein unwahrscheinlicher Ansporn ist, wirklich etwas Gutes zu tun, ein gutes Leben zu führen. Also, es ist beides. Es hat, alles hat immer wirklich mindestens zwei Seiten. Und aber Tatsache ist, dass der Mensch genauso oft, wie er die Möglichkeit hat, auf der Erde Dinge zu korrigieren und richtig zu machen, dass er das genauso über mehrere Leben tun kann. Auch das ist kein Geheimnis, auch nicht in der katholischen Kirche. Es wird aber nicht darüber gesprochen. Und natürlich auch vom anderen Hinblick her, von einem anderen Gesichtspunkt her, man kann nicht etwas ausgleichen mehr, wenn man nicht die Möglichkeit hat, noch einmal eine neue Chance zu bekommen. Ist irgendwann Schluss mit den Chancen? Möglicherweise. Aber das kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall hat man mehr als eine Chance. Aber jetzt zurück. Das heißt, durch die einfache Annahme, ja, ich bin Schuldner, ich bin Sünder, durch diese Annahme, und hier haben wir einen anderen Aspekt der Annahme überhaupt, komme ich überhaupt erst in die Gnade. Das heißt, erst dann komme ich in den Genuss, oder Genuss kann man nicht sagen, sondern in die Gnade der Vorbezahlung. Ja? Und aufgrund dieser Vorbezahlung durch Christi Tod, durch dessen Blutvergießen, musste auch das kommerzielle Wesen umgestellt werden auf die doppelte Buchführung. Das heißt, von nun ab musste die Gnade immer mit eingebaut sein. Das heißt, das reine Landrecht, das alttestamentarische Exekutionsrecht, das ist jetzt überflüssig geworden oder zumindest nicht überflüssig, aber durchsichtig geworden, überwindbar geworden. Der Mensch musste nicht mehr sterben und seinen Kopf hinhalten. Es ist überwindbar geworden durch Christi Tod, durch das neue Testament. Wir haben das alte Testament. Testament ist der exekutierte letzte Wille. Da haben wir den Johannes. Dann haben wir das neue Testament. Das ist der letzte exekutierte Wille Christi. Das heißt, am alten Testament starb jemand am Ende und hat alle Schulden beglichen. Und beim neuen Testament starb jemand am Anfang und hat alles vorbezahlt. Durch die Gnade. Das sind die spirituellen, esoterischen Prinzipien. Und diese Vorbezahlung ist etwas, was sich diese Bankiers zunutze machen wollen. Sie wollen die Menschen über das Kommerzwesen da hineinbringen in die Situation, wo sie das nicht verstehen, diese Vorbezahlung, deswegen dieses Anfeinden der christlichen Prinzipien, der Vergebung der Sünden. Gut ist Böse ist gut und gut ist böse, das Umkehren aller normalen Prinzipien, das auf den Kopf stellen aller normalen Prinzipien. Ja. Und sie sozusagen hineinbringen zurück in das Alte Testament, wo die Rechnung direkt exekutiert wird über den Bond, den die Eltern am Anfang sozusagen des Lebens ihres Nachwuchses gegeben haben, dem Staat. Ja, und dann später durch die Kreditgeschäfte des Kindes. Und jetzt kam Christus daher und durch dieses christliche Prinzip, durch das Prinzip der Vorvergebung der Sünden, wenn man das annimmt,
ist dann etwas hinzugekommen, ist etwas dazugekommen, was sich zwischen die Rechnung und den Bond gedrängt hat. Und das war das Versprechen, das war das Zahlungsversprechen. Christus hat gesagt, ich werde euch die Schuld vergeben, aber ihr müsst um die Vergebung bitten. Das ist das Fundament des Kommerzes heute. Das heißt, die Promissory Note, das Zahlungsversprechen, ist von daher ein neues Instrument, könnte man sagen, was die Rechnung versichert. Das heißt, die Rechnung wird jetzt nicht mehr ausgeglichen mit dem Bond direkt, sondern sie wird ausgeglichen mit der Promissory Note. Und die Promissory Note, erst wenn diese nicht greift, dann tritt die Versicherung der Promissory Note ein und das ist der Bond. Das ist dann letztendlich die Exekution des Bondes, das heißt die Hinrichtung des Menschen. Und genau das ist, was man heute sieht. Es ist die Exekution der Menschen, die heute stattfindet, über die Chemtrails, über die Nahrungsmittel, über was weiß ich nicht was alles. Das ist die Exekution der Menschen. Warum? Weil sie in 2000 Jahren nicht erkannt haben, dass sie die Vorbezahlung haben, dass sie in einem göttlichen Lichte eigentlich stehen, in welchem sie nur die Augen aufheben müssen und sagen müssen, ja, ich bin Sünder, ich bin Schuldner, ich nehme das an und ich bitte um die Vergebung, ich bitte um die Gnade. Diese Art von demütigem Verhalten, ganz besonders in Europa, das ist natürlich attackiert und vernichtet worden, vor allen Dingen durch die zwei Weltkriege, weitgehend vernichtet worden. Und das ist jetzt die Rechnung, die präsentiert wird den Menschen. Entweder du zahlst oder du stirbst. Und das soll jetzt kein Schocker sein, sondern das soll uns ins Nachdenken bringen. Ja. Keiner wird ohne das Element der Gnade überleben. Nimmt er das nicht an, dass das existiert, dass das da ist, dann wird er in eine Art von Krieg aller gegen alle verwickelt werden, wie das in der Apokalypse auch beschrieben wurde. Ist er auch schon, nämlich alle rennen derselben Menge an Geld nach, die zirkuliert. Alle sind im Hamsterrad des öffentlichen Kommerzes. Es ist ein Krieg aller gegen aller und sie merken es noch nicht. Und sie werden dadurch umgebracht durch die Aktivitäten, die den Menschen aufgedrängt werden, dass sie damit ihre Zeit ausfüllen zu einem sehr begrenzten Gegenwert. Und das ist natürlich jetzt, hört sich etwas, wie sagt man, brutal an oder herzlos, aber man muss auch die Dinge mal so benennen, wie sie sind. Und vielleicht, wenn Sie sich das nochmal anhören, diese Aufzeichnung dann werden Sie möglicherweise bemerken, dass man da wirklich starke Korrelationen wenigstens finden kann im alltäglichen Leben von einem selbst oder auch von seinen Mitmenschen und von seiner Familie. So, vielleicht können wir uns das mal aufzeichnen auf einem Stück Papier, was wir quer nehmen. Und dann können wir also rechts, können wir den Bond mal hinmalen, so ein kleines Papier, und da schreiben wir rein Bond, das ist die Versicherungspolice. Der ist exekutierbar gegen das Leben. Das heißt, der Bond ist versichert mit dem Leben. Das ist das Wort. Und der Bond versichert ja ein oder mehrere Parteien. Er kann auch alle Parteien versichern, aber jetzt für den Zweck der Übersichtlichkeit ist es vielleicht besser, wenn man das begrenzt. Und auf der linken Seite ist dann die Rechnung, das heißt die Forderung, könnte man schreiben. Die Bill of Exchange, die Forderung. Da wird ja etwas gefordert, da wird ja ein Wechsel gefordert, ein Wechselgeld gefordert für das, was man bekommen hat. Denn sonst bekäme man ja keine Rechnung, keine Forderung, keine Bill. Also Bill ist ein abgekürztes Wort im Englischen für Bill of Exchange. Und wenn jemand die Bill bekommt, dann bekommt er die Rechnung. Aber im Deutschen sagt man nicht, er bekommt den Wechsel, sondern er bekommt eine Rechnung. Ja, das ist eher wie ein Statement of Account. Eine wirkliche Rechnung bekommt niemand mehr heute, Leute.
Ich meine, eine wirkliche Bill, einen wirklichen Wechsel. So, das heißt, da haben wir die Bill. Das ist die Forderung, sagen wir mal. Und jetzt lassen wir mal die Mitte frei zwischen diesen beiden Dokumenten. Da käme die Promissory Note hinein, das Zahlungsversprechen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das im Alten Testament war. Im Alten Testament wurde die Bill, also das, was links ist, direkt versichert mit dem Bond. Das heißt, sie wurde exekutiert gegen den Bond im Falle, dass die Forderung, die Rechnung, die Bill nicht erfüllt wurde. Da machen wir so einen großen Bogen oben drüber mit einem Pfeil. Hier, die Bill wird oben drüber über die Mitte. Bitte nicht jetzt da eine gerade Linie, sondern machen wir einen Bogen oben drüber. Und das nennt man den Passover. Was wird da übergangen? Passover heißt übergehen. Passover. Ist übrigens auch ein jüdisches Fest, der Passover im Englischen. Was wird da übergangen? Ja, so. Das ist also das Alte Testament. Dieser Bogen oben drüber, das ist der Passover. Hier wird die Bill direkt exekutiert gegen den Bond. Und jetzt haben wir aber zwischen Bill und auf der linken Seite und Bond auf der rechten Seite haben wir in der Mitte die Promissory Note, das Versprechen, die Vorbezahlung, die Entschuldung. Das ist der Pass-Through. Das heißt, hier wird die Bill versichert mit der Promissory Note. Also ich gebe mein Versprechen zu zahlen und nehme im Wechsel dafür die Schuld an. Das heißt, ich entlaste den Bankier. Okay, ich entlaste den Sünder. Ich vergebe dem Sünder und er entlässt mir das, was er mir im Zuge seiner Sünden gegeben hat, ebenfalls. Dann ist die Sache erledigt. Und reicht das Promissory Note nicht aus, dann ist diese versichert durch den Bond. Dann kann wiederum es letztendlich exekutiert werden gegen die Substanz. Das heißt, der Bond hat immer Substanz dahinter in seinem Versprechen. Der Bond ist der Chef, das Hauptversicherungsinstrument im Kommerz. So, und das, diese Richtung von der Bill über die Promissory Note zum Bond hin, das ist der Pass-Through. Nicht der Pass-Over, sondern der Pass-Through, das Hindurchgehen, das Hindurchschreiten sozusagen, durch das Versprechen. Und das ist das, was uns heute im Kommerz die Erlösung gibt, weshalb auch dieser Prozess, die Commercial Redemption, genannt wird. Das heißt, die kommerzielle Erlösung, was auch eine Erlösung weit darüber hinaus ist übrigens. Aber das ist hier der Dreh- und Angelpunkt. Und dieser Pass-Through, das ist sozusagen unsere Freistellung. Das ist unsere Person von der privaten Seite rüber in die öffentliche und umgekehrt. Das heißt, das Promise to Pay, the Promise to Pay, ist ein Bild der öffentlichen Person. Ja, und das können wir übergehen oder wir können hindurchgehen durch die Promissory Note, ohne dass wir das bemerken, was sie für eine Heilungskraft hat. Und dann werden wir exekutiert. Das heißt, wir streiten uns um die Schulden. Wir verneinen, wir argumentieren. Und dann kommt die daher und sagt, gut, der will nicht durch den Pass-Through, der geht jetzt in den Pass-Over. Und er wird exekutiert. Ja, und man darf das wirklich nicht unterschätzen, wenn ich sage, der wird exekutiert. Jeder heute, der vielleicht mal durch den Stress einer Zwangsversteigerung durchgegangen ist oder, wie sagt man, die Zwangsräumung, ja, oder der mal pleite gegangen ist, der wird das Gefühl haben, wenn er sich das zu Herzen nimmt, dass er Jahre seines Lebens verloren hat. Ja, die Gesundheit wird in der Regel schwächer und schwächer und es ist ein unglaublicher Stress, der da passiert, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass man in den Passover geschickt wurde. Und das ist eine Art von Tötung. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwann auf Hartz IV landet und sich nicht mehr korrekt ernähren kann. Wenn man dann, wie in Großbritannien, wo die
Alten, das muss man sich mal überlegen, die Wahl treffen müssen, ob sie heute essen oder ob sie heute heizen. Und tun sie beides, dann sitzen sie 2 Wochen im Monat da, ohne Essen und ohne Heizen. Und das ist natürlich eine Tötung, denn die werden krank dadurch. Das heißt, man sieht das überall, dass heute im Öffentlichen, in der Welt der Fiktion, da regiert der Tod. Das heißt, der Passover, das Alte Testament, ist ins Materielle verbannt worden, in die dreidimensionale Welt. Und die ist absolut tot. Erst einmal. Ja, zumindest die fiktive Welt. Die ist tot. Die haben dort keine Energie. Das heißt, all diese ganzen alttestamentarischen Prinzipien sind verbannt worden in den Tod. Und zwar dadurch, durch das neue Prinzip der Vergebung, der Vorbezahlung. Jetzt wie kommt das wieder zum Leben? Indem wir das Leben hereinbringen. Das müssen wir tun. Das heißt, da können wir nicht erwarten, dass hier irgendwie ein Christus jetzt da auftaucht und das uns allen wieder abnimmt, sondern das ist das, was wir tun. Das heißt, wir bringen diese Energie in diese tote Welt und werden somit zu den Erlösten und auch zu den Erlösern. Ja, so, das sind sehr tiefe Gedanken heute, die mal zeigen sollen, dass der Kommerz und die kommerzielle Welt eben nicht einfach nur auf irgendwelchen abstrusen Ideen basiert, sondern auf ganz substanziellen, spirituellen, esoterischen Prinzipien, die genauso wie Maxime im Recht nicht veränderbar sind. Das heißt, wir können diese Dinge nicht einfach wegreden und sagen, das interessiert mich nicht, das geht mich nichts an. Ich meine, wir können das, aber tun wir das, werden wir aber niemals in die korrekte Position kommen, im Kommerz eine Heilung zu finden, ohne dass wir in den Passover geschickt werden. Das ist also entscheidend, dass man diese Prinzipien versteht. Und das muss man jetzt nicht verbal Punkt für Punkt in allem, was man da tut, kommerziell niederschreiben, aber es zeigt sich, eine solche innere Haltung und Bewusstsein drückt sich natürlich aus in der Art und Weise, wie man mit anderen umgeht. Ja. Und jetzt sehen Sie, das ist ein weiterer Punkt, warum dieser Kurs hier, es geht dann nicht bei diesem Kurs um Papiere, die man jemandem gibt und er füllt sie aus und er schickt sie weg. Ist da nicht die korrekte Substanz dahinter, die korrekte Einsicht und Haltung dahinter und das Verständnis, dann wird er in den Passover geschickt, ganz gleich, was er tut. Und das heißt, die Papiere sind wirkungslos. Das heißt, sie sind genauso verflucht wie alles andere, was man tut, was eben nicht dieses neue Prinzip der Vorbezahlung sozusagen berücksichtigt. Das Prinzip der Gnade. Jetzt heißt das, dass man aufhören muss, hier mit Geld umzugehen und so weiter? Nein, das heißt es nicht. Vor allen Dingen privat unter sich, wenn Sie privat mit anderen privaten Männern und Weibern Energie austauschen, da können Sie vereinbaren, was Sie wollen. Ob das der Euro ist, der Pfund oder Säcke von Kartoffeln oder Zucker, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Es ist eine gegenseitige Wertschätzung und der eine gibt etwas, was er im Überfluss hat, an den anderen, der etwas im Überfluss hat. Und so wird das ausgetauscht und man vereinbart das, was denn ein gerechter Ausgleich ist. Ja? Und jetzt werden Sie wahrscheinlich auch sehen, dass hier Zeit, nimmt man die Zeit eines anderen in Anspruch, die ist immer unbezahlbar. Ja? Das heißt, man muss sich sozusagen auf einen Rabatt einigen. Eine bestimmte Menge von Euro oder eine bestimmte Menge von Salz oder Kartoffeln oder was auch immer man anzubieten hat und was der andere annehmen will. Es ist also immer basiert auf Gegenseitigkeit im Privaten. Jetzt im Öffentlichen, das Öffentliche ist verbannt worden aus dem Reich der Himmel. In dem Hause meines Vaters habt ihr nichts zu suchen oder nichts zu schaffen. Das ist das Prinzip dahinter. Und das heißt, wir müssen da hineinkommen, denn genau da, in der materiellen Welt, da sitzt natürlich unsere Freistellung. Die sitzt nicht im Himmel, sondern, denn dann wäre Christus nie auf die Erde gekommen, sondern sie sitzt auf der Erde.
heraus gesondert aus dem christlichen Prinzipien und muss sozusagen durchchristet werden durch unsere eigene Handlungsweise. Und darum haben wir die Promissory Note. Das ist der Pass-Through. Durch den geht sozusagen die Erfüllung der Rechnung, der Bill, der Forderung zunächst einmal. Und schlägt das fehl oder tun wir das nicht, verwenden wir den Pass-Through nicht richtig, also die Person, dann kommen wir in den Pass-Over. Dann wird die Forderung im Pass-Over direkt an uns dran genagelt und wir haben nicht mehr das Versprechen dazwischen, was uns sozusagen beschützt vor der Exekution, vor dem Tod. Und da sehen wir, dass das Ganze ja sehr tiefe Hintergründe hat. Und die muss man wenigstens erkennen. Über die muss man sich wenigstens bewusst werden, damit man weiß, warum man überhaupt eine Promissory Note gibt. Ich kann das auch bestätigen in der eigenen Erfahrung und in der Erfahrung anderer. Es gibt Menschen, die haben sich so die kommerziellen Prinzipien mal gerade eben so irgendwie halbwegs drauf geschafft, wenn man das so sagen kann, ohne die eigentlich wirklich richtig jetzt so vom Technischen her zu verstehen. Aber was sie waren, waren sehr christliche, tief spirituelle Menschen. Und die mussten sich darum schlagen mit diesen Bösewichtern im Gericht, mit diesen Todesbringern und gedemütigt worden. Man hat sich lustig gemacht über sie. Ja, aber letztendlich waren das dann diejenigen, die immer noch heute in ihren Häusern sind. Und wo die Bank letztendlich gesagt hat, wir verzichten auf die Vollstreckung, solange wir den Titel haben können. Und im Gegenzug wird dann sozusagen das Haus finanziert, es wird instand gehalten von der Bank. Ja? Und was interessiert mich der Titel, solange ich ein Recht habe, darin zu leben, in dem Haus, ja? Was interessiert mich dann der Titel, wenn die Bank mir einen privaten Vertrag gibt und sagt, wir exekutieren nicht? Und da sieht man, oft kommt dann die Heilung in dieser Form. Das heißt, das ist das Prinzip, gebt dem Cäsar, was des Cäsars ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Und jetzt kann man vielleicht mal sehen, dass diese Sprüche und Ausbrüche, die da in der Bibel niedergeschrieben sind, ihren Sinn machen und am richtigen Platz die Heilung darstellen für unsere kommerziellen und gesundheitlichen Dilemma heutzutage. Also, abschließend zusammenfassend, der Bond ist das Instrument, was nur von einem lebendigen Mann oder Weib unterschrieben werden kann. Ja, er versichert. Der Bond ist das urhaftbar haftende Instrument. Mein Wort ist mein Bond. Dann haben wir demgegenüber die Forderung auf der anderen Seite. Die Forderung wird im Passover an den Bond angeheftet und ich werde alttestamentarisch exekutiert. Oder ich gehe durch die Promissory Note, die in der Mitte ist, als den Pass-Through hindurch und habe sozusagen die Freistellung erreicht. Jetzt das nächste Mal sprechen wir über die Geburtsurkunde und die Annahme derselben. Das heißt, da geht es dann ans Eingemachte.